Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen bei einer weiteren Folge hier auf dem SMPU-Server. SMPU United. So, habe mich gerade reingeloggt hier. Jetzt kriege ich schon erstmal ein paar Begrüßungen. Dann wollen wir mal kurz antworten. Na, Bent. Und ich merke gerade, die Musik ist etwas lauter. Mache ich mal eben kurz ein bisschen leiser. Freunde, Moment. So ist besser, glaube ich, ne? Dann kann man mich auch, glaube ich, besser verstehen. So, Namen schreibt XX Eiles. Und damit habt ihr auch schon gesehen, es ist was passiert, Freunde. Ja, Mrs. XX Eiles ist auch auf SMPU. Das ist ja ein Ding, ne? Das ist ja überraschend. Also da wird sie uns bestimmt noch einiges erzählen, Leute. Wir haben nämlich vor, natürlich auch bei ihr hier auf diesem Server eine, wie sagt man so schön, eine Zonenvorstellung zu machen. So, genau. Jetzt werden wir uns erstmal umdrehen, Freunde, und ganz gechillt jetzt erstmal anfangen. Also, immer der Reihe nach. Was war heute geplant gewesen? Jetzt gehen wir erstmal nach oben, weil da gibt es einiges zu zeigen. Und zwar, heute war geplant gewesen, eigentlich, dass wir eine Gemeinschaftsaufnahme machen, sprich Zonen. Ach, ich kann ja gar nicht fliegen, Moment. Eine Zonenvorstellung machen beim lieben Pinecraft. Da, in seiner Anglerbutze. Hatten wir uns eigentlich verabredet gehabt, zumindest so hatten wir WhatsApp geschrieben, aber irgendwie hat er sich nicht mehr gemeldet, deswegen habe ich jetzt mal kurzerhand beschlossen, weil ich jetzt auch schon lange, lange gewartet habe und ich die Aufnahme irgendwann machen muss heute, habe ich beschlossen, okay, wir machen das ein andermal. Deswegen, heute gibt es erstmal nur mit mir alleine ein bisschen was, aber ist ja auch nicht weiter dramatisch. Und wir sehen auch schon, Leute, es ist Gigantisches passiert. Und zwar schauen wir uns mal das ganze Komplexgebäude hier, dieses Teil, was wir gebaut haben, mal an von vorne. Nämlich so schaut das Ganze aus. Ist noch nicht fertig. Ihr seht selber, da ist noch oben reichlich Platz. Und das ist mein neues Design. Und zwar habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen aus einem oder von einem Hotel, was es an der Adriaküste gibt in Italien. Und dann habe ich versucht, so in diesem Design so ein bisschen was nachzubauen. Und ihr seht, ich habe jetzt auch hier wieder mit den verhältnismäßig neuen Materialien hier mit diesen Slabs, Andesit Slabs hier gearbeitet. Und auch hier mit diesem gelben Beton. Und dadurch ist dieser Effekt zustande gekommen. Und habe da halt mit dem Design so ein bisschen rumprobiert. Ja, und so schaut das Ganze jetzt aus. Ja, ein bisschen Banner haben wir da auch hingesetzt, dass so ein bisschen Farbe hier reinkommt, ganz klar. Das nordische Kreuz, wie gesagt, das habe ich jetzt einfach da mal so mit hingenommen. Ist ja eigentlich aus der Schifffahrt, kommt das ja her. Aber ich dachte, weil hier so ein See ist, auch so ein bisschen Wasser, da passt das eigentlich ganz gut, dass wir hier unser Fähnchen so ein bisschen, ja, mediterran halt, also Schifffahrt und so, da einfach mal mit ranpinnen. So, und jetzt haben wir hier so einen kleinen Vorraum. Da weiß ich noch nicht so genau, wie wir da draus, was wir da machen wollen. Hier mit diesen Säulen. Ja, ist auch noch nicht ganz fertig. Guck mal, ich warte immer noch, bis hier mal so Beton man in Slabs und in diese Stairs hier umwandeln kann. Das wäre schon wesentlich geiler. Weil das sieht so ein bisschen komisch aus jetzt hier mit dem Quarz, ne? Naja. So, dann schauen wir uns mal hier an. Was haben wir denn da, Freunde? Schaut mal. Hier oben ist ein bisschen Platz entstanden und hier... Naja, was ist denn da los? Naja, sieht man dummerweise nicht. Ist leider so ein bisschen buggy hier noch auf dem Server. Normalerweise würden da jetzt Items oben drauf rumtänzeln, so wie wir auch beim Drachen gesehen haben. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Hier haben wir einen kleinen Shop errichtet. Das heißt, ich verkaufe hier so ein paar Sachen. Also hier haben wir zum Beispiel, was haben wir denn da gerade? Iron Nugget, also hier diese komischen Eisendinger da. Hier, die da, Eisenklumpen. Dann haben wir hier, was haben wir da? Flint haben wir da. Also, ne, hier, das hier, Gold Nuggets. Ja, dann haben wir hier Redstone vertickern. Weil hier die Preise sind alle erstmal nur so sporadisch, weil wir haben dort bis jetzt noch keine, ja, Preise. Oh Gott, hier fehlt ja alles. Hier, normalerweise würden jetzt hier überall Items drauf sein. Dieser Fehler ist wohl bekannt und da wird wohl gerade dran rumprogrammiert, um zu gucken, woran es liegt. Ja, ist halt Beta-Version noch, da kann sowas passieren. Ja, habe ich hier halt auch noch so ein paar Sachen. Hier ist so ein bisschen so diese Seeds-Abteilung, ne? Hier haben wir zum Beispiel so diese, hier diese Geschichten hier mit diesen, hier, rote Beete-Samen zum Beispiel habe ich hier. Also ich habe eine ganze Menge gefarmt. Wo das alles zustande gekommen ist, das zeige ich euch auch noch. Wie gesagt, wir haben heute voll Programm, Leute. Wir haben jetzt so richtig Let's Show jetzt hier vor uns. Und da zeige ich euch natürlich einiges. So, weil ich habe ja auch jetzt die ganze Zeit hier, wie gesagt, wo ich rumgewuselt bin,
Ne? Haben wir ja immer nur Zonenvorstellungen gemacht, dann beim Drachen auch und so. Deswegen. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir Blumen. Ne? Sind hier so ganz normale Blumen. Hier Mohnblumen. Ja, kann man auch kaufen. Massenprodukt. Hier Porzellansternchen. Und wie hieß das? Porzellansternchen? Wo war das? Tatsächlich, Porzellansternchen. Was für ein Name. Und ja, und so eine Sachen halt. Also ihr seht schon, da ist ordentlich was passiert hier. Jede Etage ist so ein bisschen nach Thema. Oha, krass. Hab ich mich erschrocken. Was bekommst du denn? Na gut, hier ist noch nicht ausgeleuchtet. So. Genau, hier ist noch nicht ausgeleuchtet. Da müssen wir natürlich noch weitermachen. Ja, hier. So, das haben wir noch viele Etagen. Seht ihr? Haben wir jetzt überall noch Platz hier, wo wir noch schön einen Verkaufsraum machen können. Später allerdings kommt der Verkaufsraum woanders hin. Da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Und hier bin ich jetzt gerade dabei, wieder Material zu farmen, um dieses Gebäude hier fertigzustellen. Das wird ungefähr noch so 5 bis 10 Etagen höher werden. Und dann machen wir einen schönen Abschluss mit dem Dach. Und sobald das Dach drauf ist, kümmern wir uns um dieses Gebäude hier, dass wir dann auch eine Verbindung aufbauen von dort oben bis in dieses Gebäude rein. Aus Glas. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Ja, so schaut das Ganze jetzt aus. Also ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden. Es ist jetzt nicht das Beste, was ich in Minecraft je designt habe, aber so zumindest sieht es recht authentisch aus und man erkennt auch, was es ist. Also es ist schon so ein bisschen hochhausmäßig, ein bisschen moderner und mal ein bisschen was anderes als immer nur 4 Ecken oder so. Und hier auch, seht ihr schon, ist ein bisschen noch an Details reingekommen. Ist auch noch nicht fertig. Auch da geht es natürlich weiter. Hier genauso. Ach, guck mal, da steht eine Miezekatze. Ja, und hier so halt. Ne? Guck mal, es ist gerade ein Zombie da drin. Ja, so sieht das Ganze dann aus. So. Jetzt müssen wir uns natürlich auch nochmal den Eingang anschauen. Das machen wir auch nochmal eben. Der ist nämlich auch neu dazugekommen. Und zwar hier ist ein neuer Chunk entstanden. Hier habe ich mir einen neuen Chunk gekauft. Und somit, wenn wir jetzt hier reingehen, da ist auch ein Schild dazu lesen, Water Cave Crafter. Und hier können wir dann schön reingehen und so ein bisschen, halt so wie man es auch aus dem Urlaub kennt, ne, so Spanien, Italien, halt so ein bisschen, ja, viel mit Grün, Naturmaterialien, hier Sandsteinstufen, also auch hier so ein bisschen mediterraner gehalten. Aber halt immer so, dass man den Fokus auf dieses Moderne halt hat, ne? So hochhaustypisch. Deswegen auch der Boden hier. Ich wollte nicht einfach nur hier Andesit nehmen. Ich habe einmal den polierten und einmal den normalen genommen. Einfach, dass so ein bisschen Abwechslung entsteht. Das Ganze auch nochmal sich so ein bisschen vom Kontrast auch abhebt. Und hier seht ihr schon auch den Zaun. Auch nicht einfach nur gerade, sondern auch hier ein bisschen abgesetzt. Ne, und ja, dementsprechend wirkt das Ganze auch. Hierfür kann ich nichts, weil wie gesagt, ja, es gibt halt leider in Minecraft noch keine wirklich hübschen, sage ich mal, Treppen und Halbsteine. Somit mussten wir jetzt einfach auf Nether Quartz zurückgreifen und ja, sieht jetzt nicht ganz so schick aus, aber ist okay. Vielleicht kann man das später irgendwann nochmal fixen. Ja, so viel erstmal dazu. Hier ist alles so beim Alten geblieben, da sind noch unsere Skelettpferde drin, da ist sogar noch ein neues Skelettpferd dazugekommen. Die werden wir früher oder später dann auch mal verkaufen, denke ich. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das besser hinbekommen. So, hier oben, auch dieses Design übrigens, das könnte den ein oder anderen vielleicht bekannt vorkommen. Das hatten wir nämlich auch gehabt, Stichwort Eldercraft Bauevent, da hatten wir nämlich auch dieses Design gehabt. Und letztendlich haben wir auch diese Untertunnelung, so nenne ich sie jetzt einfach mal, diesen Tunnel, ist ja wie so ein Tunnel, ne, aufgebaut. Und das haben wir auch tatsächlich im Hotel Oxford zum Beispiel in Italien, in Jesolo, da ist das ähnlich. Ja, dann wäre dann so der Parkplatz, wenn man vom Parkplatz in diese Hotel-Area kommt, das ist auch dann so viel mit diesem, ja, ich glaube, das ist, wie heißt denn das? Och, ich vergesse, Lorbeer, das sind die italienischen Lorbeerbüsche. Die so ziemlich so, ja, so wie so eine Hecke halt geschnitten sind. Und dazwischen ist dann halt immer dann so ein, entweder Stein oder sogar Glas auch tatsächlich. Das heißt, auch das ist recht authentisch geworden. Finde ich ganz gut, habe ich mir so ein bisschen angewöhnt. Und auch hier durchaus ein bisschen breiter, dass es alles nicht so gequetscht aussieht. Weil man muss natürlich darauf achten, man hat hier mit diesen einzelnen Chunks natürlich nicht so viel Platz. Ne? Also da muss man immer ein bisschen gucken. Und auch gerade so die Gegend hier, weil hier war das nächste Problem gewesen. Es ist halt sehr, sehr uneben. Und da musste ich mir was einfallen lassen. Ich habe jetzt einfach nur Bäume gepflanzt, Fichtenbäume. Ich wollte das Biom hier beibehalten.
und habe einfach nur noch mal ein bisschen Gras zusätzlich gepflanzt. Und hier unten, da sehen wir es schon, ist dann auch noch mal eine kleine Treppe entstanden aus Holz, womit man dann auch noch mal in diesen Hoteltrakt hier im Prinzip reinkommt. Ja, und einfach fürs Auge, weil wir hatten hier Platz, habe ich noch einen kleinen Teich hier hingesetzt, hier nochmal mit so ein bisschen Magma-Blöcke drin. Und ja, das soll mal noch ein bisschen idyllisch aussehen, dass durchaus Naturelemente hier zu finden sind. Man hätte genauso gut jetzt auch einen Springbrunnen bauen können. Nur der Springbrunnen wäre einfach hier zu, ja, der würde zu eingequetscht aussehen, weil einfach die Zone nicht groß genug ist. Da hätte man, wie gesagt, noch wesentlich mehr Platz gebraucht, um hier auch noch so einen schönen Springbrunnen hinzubauen. Aber das können wir später alles noch nachholen. Ja, hier die Ecke, die bleibt wie gesagt so, wie sie ist. Da passiert jetzt nicht sehr viel, weil später kommt hier, wie gesagt, die Verbindung hin mit Glas vom Dach aus, habe ich euch ja schon gesagt. Hier das Design ist jetzt auch fertig. Da werden wir vielleicht noch ein paar gelbe Akzente setzen. Da bin ich mir aber auch noch nicht so ganz sicher. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir das genau machen. Ja, da ist gerade so ein Eisengolem runtergefallen. Das ist hier diese Farm. Eine Eisenfarm, die sich der Drachen hier hingebaut hat, ist ganz praktisch. Bis jetzt habe ich zwar noch kein Eisen gesehen, aber er hat da wohl Eisen, sagt er. Okay, genau, so sieht das erstmal aus. So, Freunde, dann gehen wir mal wohin. Pass auf, jetzt zeige ich euch erstmal was, was wir hier noch außerhalb uns angucken können. Und zwar, falls ihr den Stream nicht gesehen habt, es gab nämlich einen Stream bei dem Joshua, also dem Owner hier. Und zwar zu diesem Teil hier. Das ist jetzt alles so ein bisschen hier eingegrenzt. Und dann haben sie hier so ein bisschen rumgetüftelt. Und zwar gibt es jetzt hier so eine kleine District, hat er gesagt. Ein District, also ein Bereich, wo sozusagen gehandelt werden kann. Und hier sollen dann, wie gesagt, so einzelne kleine Distrikte entstehen, wo jeder Spieler hier drauf sein District kaufen kann, um dort einen Shop zu errichten, wo er seine Items anbietet. Und die Preisorientierung, die soll wohl dann zukünftig vom Admin-Shop auskommen, sodass man dann halt sieht, so okay, ich verkaufe zum Beispiel einen Block Dirt und ja, die Währung oder beziehungsweise der Wert dieses Blockes, den entnimmt man dann ungefähr von dem, was halt angeschlagen ist beim Admin-Shop. Das baut dann aber irgendwie wohl die Freundin von dem Joshua oder so, habe ich das verstanden. Und ja, sehr interessant. Ja, Drachen hat hier so einen Brunnen gebaut. Irgendwie finde ich, der sieht auch ganz gut aus, ehrlich gesagt. Ist auch wieder so typisches Mittelalter-Stil. Allerdings das hier, das habe ich nicht so ganz verstanden. Da raucht es auf einmal raus. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber okay. Und meine Idee war natürlich sofort gewesen, ne? Okay, komm, hier gleich so ein Easter Egg oder so. Ein bisschen so Secrets hier reinbauen, Adventure-Map-technisch. Und ja, das ist auch neu dazugekommen. Gibt es noch nicht viel Let's Show, weil da ist halt noch nicht so viel passiert. Zum Zeitpunkt der Aufnahme soll erst noch der nächste Livestream stattfinden, wo dann hier weitergewerkelt wird. Ich selber kam mir so ein bisschen fehl am Platz vor, weil ich wusste halt nicht so genau, okay, Event-Drachen hat mir was vom Event erzählt und ich dachte so, okay, Bau-Event mache ich mit. Was gibt's denn zu gewinnen? Aber das sah irgendwie nicht so nach Bau-Event aus, deswegen wäre ich da vermutlich auch das fünfte Rad am Wagen gewesen. Und somit habe ich dann einfach bei mir die Zeit genutzt, um ein bisschen so weiterzubauen an der Butze. Ne? Aber war interessant, beim Livestream zuzuhören. Sehr philosophisch teilweise auch. Also das hat mich tatsächlich auch vom Thema selbst sehr interessiert, über was ich unterhalten worden ist. Weil das war dann schon spannend gewesen. Ne? Das ist also auch Thema Transhumanismus sehr interessant. Ne? Alte Mythologie zum Beispiel, auch Platon, die Lehre, alte Griechenland und so. Da hatte man schon einiges, wo man sich drüber unterhalten konnte. Finde ich gut. Sehr auf intellektueller Basis mag ich immer. Das wisst ihr aber. So, dann gucken wir mal. Sag mal, wo ist eigentlich meine Butze jetzt? Jetzt bin ich hier ein bisschen verwirrt. Jetzt habe ich mir dummerweise nicht die Himmelsrichtung gemerkt. Aber ich glaube, hier entferne ich mich. Deswegen gut, dass wir hier jetzt fliegen können. Wie gesagt, warum kann ich fliegen? Für die, die jetzt gerade zuschauen. Ich habe mir hier VIP sozusagen geholt. Ja, weil ich dachte, okay, gute Sachen unterstütze ich halt. Und oh, was ist das denn hier? Ja, ist wie gesagt noch Beta-Version, ne? Also, das ist alles noch ein bisschen wackelig hier, das merkt man auch immer wieder. Das ist mir jetzt, also, ich habe wie gesagt auch schon eine Aufnahme gemacht, die musste ich leider verwerfen, weil der Server auf einmal angefangen hat rumzuzicken. Da konnte man Blöcke nicht mehr abbauen, also man hat hier versucht Blöcke abzubauen und die sind die ganze Zeit nachgeploppt. Auch da ist irgendwie noch ein bisschen, ja, halt Beta, ne? Also müssen wir uns ein bisschen gedulden. Gut, Freunde, dann habe ich euch erstmal gezeigt, was jetzt hier außerhalb los ist. Jetzt gehen wir mal ein bisschen nach Inneren, ins Innere hier hinein, in unsere gute Butze. Da gibt es nämlich auch noch einiges zu zeigen, und zwar erstmal hier, Leute, schaut mal.
Was ist denn das? Wie ist denn da der Eisbär hier reingekommen? Na, wenn ich euch jetzt sage, das erinnert uns an die Fernseh-TV-Serie Lost, dann werdet ihr wahrscheinlich wissen, was ich meine. Ne? Da ging es ja auch um diesen Eisbär, der im Dschungel war. Wie ist der da hingekommen? Naja, und so schwierig ist das eigentlich gar nicht. Ich kann euch das ja mal zeigen, wie sowas gemacht wird. Das machen wir mal später. Oder ich kann es auch jetzt zeigen. Hier gibt es diese Safari-Netze, Leute. Und jetzt schaut mal. Pass auf, wenn wir so ein Safari-Netz hier nehmen, so. Und dann, zack. Na. Okay, der ist ein bisschen weiter weg. Ist davor für Effekt. Ah, der ist zu weit weg, der kommt nicht ran. Komm mal ran. Put, 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 put. Jetzt kommt er, ne? Nee. Leute, ich krieg den nicht. Der ist zu weit weg. Ich zeig's euch dann einen anderen Mal. Wir behalten uns das Ei ja mal in der Schnellzugriffsleiste. Wie gesagt, also ein Eisbär ist dazugekommen. Den werden wir natürlich auch noch ein schönes Gehege bauen, ist klar. So, gehen wir mal eine Etage runter. Hier ist auch einiges passiert, Freunde, einiges passiert. Ich habe nämlich ordentlich gefarmt. Ja, das kann man hier erkennen. Wow, da war er aber wieder am Schlachttag, ne? Und ja, also sehr interessant. Und jetzt seht ihr das auch schon. Ich kann es euch nicht verheimlichen. Schaut mal. What? Ja, ich habe den Dragonhead, Leute. Ich habe den Drachenkopf. Und zwar, ich war ein bisschen im End gewesen und habe mich da so ein bisschen durchgeschlagen. Ja, ich wäre fast gestorben, wäre wieder peinlich gewesen. Aber ich habe es einigermaßen hinbekommen. Denn ich habe mir vorher eine gute Rüstung gemacht. Da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und somit konnte ich mich gegen die Endermans und gegen diese Schalker-Geschichte da verteidigen. Und wusste gar nicht, wie schwierig das eigentlich im End ist. Also da hatte ich wirklich arge Probleme gehabt, auch mit den Enderperlen. Also das war schon Ewigkeiten her, wo ich das letzte Mal in dieser Dimension war. Aber ich habe zumindest jetzt geschafft, jetzt hier uns so einen schönen Kopf hier mal als Deko zu holen. Ich denke, das wird auch bei diesem einzigen Kopf bleiben, weil den will ich ja dann vor dem Kamin wieder hängen. Wir werden hier auch eine Redstone-Torch unten ranhängen, sodass sich dann die Klappe da bewegt, ne? Und dann haben wir das. Ja, dann war ich hier ein bisschen aktiv, habe ein bisschen AFK geangelt, deswegen ist auch meine Levels ein bisschen hochgestiegen jetzt, ist klar. Ich bin jetzt so Fischer, wie ist der Befehl? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich jetzt so Fischer irgendwie, weil ich habe so 2-3 Stunden mal AFK ein bisschen gefarmt. Was noch neu dazugekommen ist, ist das hier. Nanu, Freunde, was ist denn das? Ja, wir haben Villager. Und schaut mal, wir haben sogar schon ausgebildete Meister. Und zwar das Herzstück, was ich hier sozusagen gemacht habe, ist Villager gefarmt. Und schaut mal an hier, 27 Emeralds und ein Buch. Und da haben wir tatsächlich Glück. 3 ist jetzt nicht das beste Angebot, aber immerhin. Und hier geht es dann auch weiter. Hier haben wir zum Beispiel einen Maurer. Mit dem können wir richtig günstig Emeralds traden. Nämlich hier durch Tonklumpen. Schaut euch mal an, 10 Klumpen. Das ist ja nun der absolute Burner. Das heißt also, hier können wir richtig Gewinn machen. Hier haben wir wieder so einen Librarian. Was haben wir denn da? Ja, auch komplett mit Dornen 2. Unendlich, also Infinity, auch richtig cool. Und ja, da können wir natürlich einiges rausrumpeln. Und hier ist schon der nächste Platz frei. Ich warte jetzt natürlich noch auf Mending. Mending werden wir uns auf jeden Fall hier auch noch einen reinstellen. Und dann haben wir das auch. Zeige ich euch aber gleich, wie man das macht. So, da sehe ich gerade ein Schaf, Leute. Jetzt passt mal auf. Ich nehme jetzt mein Safari-Netz. Achtung. Zack. Jetzt ist das Schaf weg. Und nun gehe ich mal hier hinten hin. Ne? So, hier vielleicht. Jetzt setze ich das Schaf dahin. Zack, da ist es wieder. Ne? Also ich kann es wegnehmen. Zack. Und ich setze es einfach dann. Zack, dahin. Und so haben wir das mit dem Eisbär gemacht. Also ein richtig cooles Feature, finde ich, was hier drauf ist, was man wirklich sinnvoll einsetzen kann. Ist toll. Macht die Sache natürlich auch ein bisschen exklusiv. Habe ich bisher auf keinen anderen Server gesehen. Klar, logisch, beim Modpack. Da sieht man das. So, so viel dazu erstmal. Genau, jetzt gehen wir mal hier rein, Leute. Und jetzt zeige ich euch noch was. Wir haben nämlich kräftig gefarmt. Nicht nur Wolle jede Menge, wer sich jetzt fragt, um Gottes Willen, hast du Langeweile gehabt? Nee, Freunde, zeige ich euch, was es damit noch auf sich hat. Und es geht weiter, nämlich hier, da, unsere Erzekiste ist auch deutlich mehr geworden. Wir haben wesentlich mehr Diamanten, schaut euch das mal an, wir haben hier Smaragdblöcke, Leute. Blöcke, über, also fast 2 Stacks voll. Und ganz viele verzauberte Bücher mit Mending. Schaut mal, Leute, ich habe ganz viele Mending-Bücher. Wer sich jetzt fragt, wie hast du denn die hergekommen? Da möchte ich euch jetzt gerne einen kleinen Spot, ein Videoclip. Ich möchte euch jetzt einen kleinen Videoclip hier an dieser Stelle einschneiden. Bis gleich, Freunde.
Ja, Freunde, habt ihr gesehen, ne? Genau, und zwar mit dem Nachbarn, dem Kollege, mit denen haben wir nämlich ein bisschen getauscht. Es gab, wie gesagt, ein paar Emeralds und er hat gefragt, wer hat Mending-Bücher, braucht einer? Ich so, na klar, gib mal gleich her. Und dementsprechend haben wir natürlich jetzt hier, gut, hier ist noch keins jetzt drauf, aber ihr seht schon, hier auf den Diamantenharnisch habe ich jetzt eine Reparatur drauf. Hier auf der Hose ist Reparatur drauf. Und hier unten, ja, Stiefel und hier oben Diamantenhelm, werden wir noch Reparatur raufknallen, genauso wie hier. Also das heißt, auf die Werkzeuge machen wir auf jeden Fall noch rauf. Dann hatten wir hier ein bisschen was verloren. Wir haben einmal einen Amboss verloren, wir haben einmal eine Steinsäge verloren und so auch ein paar Items, weil ja auch hier auf dem Server, wie gesagt, Beta-Version, es noch zu Problemen kam und quasi, wenn ich hier was gesetzt habe und habe das so abgebaut, dann ist das Item zerplatzt und ja, somit war alles weg. War schade, wir haben den Amboss verloren, macht nichts, jetzt ist ein neuer Amboss, der ist jetzt hier. Hab mir einfach einen neuen gecraftet und so eine Steinsäge kriegen wir auch ratzfatz wieder hin, dass wir das Ganze uns besorgen können. Der Joshua, der wollte mir das dann auch wiedergeben und erstatten, weil er meinte, es ist nicht unsere Schuld, wenn der Server hier Macken macht. Habe ich aber gesagt, komm, ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es halt zur Kenntnis genommen worden ist, sodass man da halt dran rumtüfteln kann, sodass diese Probleme dann halt in Zukunft nicht mehr auftreten. So, hier unten ist jetzt gar nichts weiter passiert. Hier ist unsere Versorgungsetage, die ist nach wie vor genau noch so, wie wir sie zuletzt gesehen hatten. Das heißt, hier das Design ist so geblieben. Hier haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Ach, guck mal einer an, diese Melonen. Ja, die möchte ich an dieser Stelle gleich mal mitnehmen, weil die können wir sehr, sehr gut gebrauchen. Da werde ich mal ganz kurz hier mal abernten, weil die fehlen mir nämlich noch in meiner Sammlung. Da, wo wir jetzt gleich hingehen werden. So, nämlich ihre reichen schon. Ja, also hier hat sich jetzt nicht wirklich viel verändert. Ihr seht, es ist nur eine ganz, ganz kleine Versorgungsetage. Eigentlich fast gar nicht der Rede wert. Hier nehme ich auch nochmal kurz ein bisschen was mit. So, das reicht auch schon, 4 Stück. Und genau, und hier unten weiter passiert jetzt auch nicht wirklich viel. Wir haben jetzt hier unseren Aufzug. Ne, können wir hier uns schön hier runter. Zack, und dann würde es jetzt hier weitergehen. Aber auch da habe ich jetzt nichts mehr gemacht. Also ist alles so geblieben im Prinzip, wie wir das letzte Mal ja, verlassen haben. Gut, mehr kann ich euch jetzt erstmal nichts zeigen. Zumindest hier von dieser Zone her. Da ist erstmal soweit alles, glaube ich, auch geklärt. Was war das da oben? Ach, das sind die Skelettpferde. Siehst du, da sind die Skelettpferde. Haben wir jetzt insgesamt 4 Stück. Die werde ich später in den Stall reinstellen und die werden dann auch verkauft. Also ich denke, 2 werden wir behalten und die anderen verkaufen wir. So, dann würde ich sagen, porten wir uns mal. Und zwar werden wir jetzt mal zu der 2 gehen. Oh, es ist gerade dunkel. Das ist natürlich suboptimal. Dann möchte ich euch mal eben kurz mal kurz schlafen gehen. So, jetzt gehen wir mal kurz schlafen. Wunderbar. Und jetzt möchte ich euch mal kurz zeigen, wo wir hier sind. Wir sind hier ziemlich im südlichen Teil von der Farmwelt und ich habe ein Dorf gefunden, Freunde. Ich habe hier dieses Dorf gefunden. Das ist so ziemlich zerklüftet, ne? Also hier oben ist ein bisschen was, hier hinten ist ein bisschen was und hier ist ein bisschen was. Und die Villager haben sich gar nicht wirklich wohl gefühlt, ne? Guck mal hier, wie das zerklüftet ist. Und da kam ich so auf die Idee, komm, wir machen uns einfach mal hier das zunutze. Wir werden einfach mal hier so ein bisschen uns an dieser Stelle, weil ich fand die irgendwie ganz cool. Ich wollte eigentlich Schleimbälle haben. Und habe ich mir überlegt, komm, wir machen hier eine kleine Base aufbauen. Dann ist hier eine kleine Base entstanden. Als allererstes dieses Gebäude hier. Das habe ich einfach mal so erstellt, so, wo wir einfach so eine kleine Base haben. Und dann habe ich hier angefangen, hier hinten, ja, Villager zu traden, also beziehungsweise Villager zu erstellen. Da sehen wir sie auch schon. Ja, da, die haben schon Kinder bekommen, da warten wir jetzt schon. Den habe ich noch nicht, dieser ist noch ein Neuling. Und hier warte ich noch, der hat jetzt gerade Eisläufer 2 für 60 Emeralds, also ist ein bisschen überteuert, der Bursche. Das heißt, hier müssen wir ein bisschen Geduld haben. Ihr seht, da ist das Lesepult, das heißt, mein Fokus ist ganz klar auf die Librarians, weil wir wollen natürlich Mending haben und aus diesem Grund warten wir jetzt einfach, bis die erwachsen sind. Und das Lustige ist, mit diesem Ei hier kann ich nämlich auch mit diesem Safari-Net, kann ich sogar die... Guck mal, da ist einer gerade groß geworden hier. So, der muss jetzt... Guck mal, habt ihr gesehen? Der ist gerade groß geworden. Der war vorher klein. Der andere wird bestimmt auch gleich wachsen. Und der wird jetzt den Beruf annehmen hier, weil er das Lesepult findet. Und dann wird der nämlich auch Bibliothekar. Und dann wollen wir mal gucken. Vielleicht, guck mal, da sind noch 2 kleinere. Also das heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4. Wir haben jetzt 4 neue. Und das heißt, die Chance, die ist natürlich bei 4 neuen Gada, dass wir dann vielleicht auch ein schönes Mending-Angebot bekommen. Ja, und dann habe ich mich hier halt immer so hingesetzt, ein bisschen geangelt, deswegen ist da halt Wasser.
Hier habe ich halt alles so ein bisschen sortiert halt, ne, so wie man das so kennt, also eigentlich jetzt nichts Besonderes, eine ganz klassische Base. Ja, und dann ist die so in dem Moment, wo ich halt immer gefarmt habe, habe ich einfach hier ein paar, ich nenne es jetzt mal Acker angelegt. Da haben wir einfach schon etwas größeren hier Zuckerrohracker, ne, wo ich hier immer schön Zuckerrohr gefarmt habe. Dann habe ich hier hinten das Ganze noch erweitert, sodass ich noch mehr Zuckerrohr farmen konnte und somit natürlich jede Menge Papier. Und Papier brauchte ich ja auch zum Traden. So, gleicheres habe ich gemacht hier mit so ein bisschen Lianen. Das heißt, ich habe hier oben einfach so Lianen hingesetzt. So, dann kann ich die schön mit der Schere hier immer abfarmen. Auch ohne Probleme habe ich im Shop, ne, die biete ich ja dann an. Ist ja auch ein Item, was jetzt nicht ganz so häufig vorkommt. Ja, weil wer benutzt das schon? Da braucht man schon für Deko. Und hier hinten habe ich aus Gag einfach mal so ein bisschen Bambus angebaut. Ist ja wirklich ein Massenprodukt, wächst richtig schnell und ja, ist jetzt hier wie so ein Zaun, ne? Kommst du nicht richtig durch? Ja, ist aber irgendwie cool. Ja, hier kommst du durch. Und ja, dann haben wir im Notfall sogar noch Bambus, können wir uns Baugerüste bauen. So, weiter geht's. Da komme ich nicht durch. Ja, ich will da durch. Da müssen wir nach oben gehen. So. Und weiter geht's hier mit einmal ein bisschen Kürbis. Da haben wir uns Kürbis angebaut. 20 Stück insgesamt pro Reihe immer, ne? Sodass wir da auch schön Kürbisse farmen können. Hühner haben wir hier, haben wir auch immer vermehrt, sodass wir ein bisschen Hühnchenfleisch haben, aber auch Federn und Eier. Hier haben wir Kühe. Jetzt wisst ihr auch, wo das ganze Steak herkommt. Und das Leder haben wir dann hier gefarmt. Hier habe ich immer abwechselnd mal Karotte, mal Kartoffel und mal rote Beete, also auch in größeren Mengen. Hier diese kleinen Gebäude, die habe ich einfach immer so stehen lassen, weil da hatten wir anfänglich die ganzen Villager eingesperrt gehabt, also mit denen wir schon, die wir zu meistern gemacht hatten. Deswegen habe ich hier mal das Arbeitsgerät reingestellt, das stand dann meistens hier. Hier stand der Villager und dann habe ich einfach hier vorne zweimal, also einmal normalen Block und einmal einen Halbstein. So dass auch die nicht angegriffen hätten werden können von kleineren Zombies oder so. Ne? Sie waren hier relativ safe drin. Wunderbar. Und somit sind hier diese kleinen Verkaufsstände oder Handelsstände entstanden. Die sind jetzt alle leer. Warum sind sie leer? Weil irgendwie hat der Platz nicht mehr ausgereicht. Deswegen, ihr seht auch hier, diese Erde war vorher nicht da. Da war normalerweise Cobblestone. Ich habe das aber gemacht, weil ich dann hier im Prinzip die rüber. Ich wusste nicht, dass das mit dem Ei geht anfangs. Deswegen habe ich einfach hier zugemacht immer. Also ganz normal, klassisch, ne, wie man es macht. Also so. Nur so, dass sie halt nicht abhauen können und dann in den jeweiligen Gatter, in das Gebäude halt rein. Habe ich halt so reingelotst. Und ich wusste nicht, dass das mit dem Ei ging. Mit dem Ei habe ich erst später halt herausgefunden. Aber gut, ist wesentlich einfacher mit dem Ei, als jetzt hier immer mit der Erde da so eine Gänge zu erzeugen. Genau, und weil dieser Platz nicht ausgereicht hat, ist dann dieses Gebäude hier entstanden. Ja, ich hatte Langeweile, war wieder ein bisschen am Concrete herstellen und ja, dann ist dann halt dieses Gebäude hier entstanden, auch ein bisschen moderner gehalten. Und das ist jetzt im Prinzip so eine kleine Shopping Mall und Handels Mall, wo wir auch reingehen können. Das können wir uns ja mal anschauen, was ich da schon wieder fabriziert habe. Ja, da haben wir auch so ein bisschen eingerichtet, ein kleines Lager, da sehen wir schon mit den ganzen Weizenkörnern. Bin ich gerade dabei, so ein bisschen die da einzusortieren. Neue Steinsäge haben wir auch hier gebaut. Ja, ein bisschen Baumaterial. Hier so eine kleine, ja, Übergangskiste. Karotte. Ja, hier Weizen, Kartoffel, rote Beete, Kürbis. Da kommt jetzt gleich noch Melone hinzu. Und dann gehen wir eine Etage höher. Und siehe da. Da, haben wir einen schönen Verkaufsraum hier. Haben wir einmal hier wieder Bibliothekare. Und was soll ich sagen, Leute? Schaut mal. Alles Meister, ne? Hier, neuen Emeralds Bücherregal, wunderbar, Rückstoß, also haben wir schon so ein bisschen was. Ich fand die jetzt nicht so wertvoll. Hier ist Verzauberung Flame, könnte vielleicht interessant sein. Ja, also 15 Emeralds, ja, ist vielleicht eine Idee, könnte man machen. Ist noch ein Neuling, bin ich am überlegen, ob ich das tatsächlich dann machen sollte. Und ja, was haben wir hier bei dem Typen hier? Ist auch ein Meister, der hat Featherfall 3, ja. Wasserläufer 2, also auch schon ein bisschen ein besserer. Hier drüben übrigens auch Bibliothekare, also ich war wirklich fleißig. Ich habe die ordentlich hochgelevelt. Ja, hier kann man sehen, schaut mal. Glück des Meeres, Rückstoß, ne? Feuerschutz. Fire Respect, hier ist Experte. Ne? Mal auch ein bisschen der Fluch des Verschwindens, ist jetzt nicht ganz so. So, dann haben wir hier einen Fischer. Da ist ein Fischer, guck mal, Freunde. Der macht hier ordentlich mit Kohle, ne? 10 Kohle für ein Emerald ist okay, sage ich mal. 15 Fische für ein Emerald ist auch okay. Also auch hier ist absolut super. Und was haben wir hier? Ein Schäfer. Da haben wir einen Schäfer. Da hat er seinen Webstuhl.
Und hier können wir schwarze Wolle verkaufen. 18 Stück, aber da warte ich noch, bis die Angebote ein bisschen besser werden. Hier haben wir zwei super Bauern. Und zwar der hier ist absolut top, der Bauer. Also mit dem habe ich so oft getradet. Da kommen die ganzen Emeralds übrigens her. 20 Mal Karotten, 22 Mal. Und hier vor allen Dingen, das ist der Oberburner. Hier 6 Kürbisse, kriegst du sofort einen Emerald. Ich so, super, alles klar. Und jetzt können wir es auch mit Melonen machen. Deswegen habe ich gerade die Melonen mitgenommen. Die werden wir jetzt auch noch anbauen. Und dann ist perfekt. Und das ist Inchen hier. Inchen ist mit rote Beete. Das heißt, ich habe extra zwei hier so hingebaut, ja, dass es funktioniert. Und hier drüben haben wir nochmal eine Dreiergruppe, nochmal Bibliothekare, aber die sind jetzt nicht ganz so wertvoll. Ne? Eisläufer 1 ist jetzt nicht wirklich pralle. Was haben wir hier? Ja, hier haben wir gar keine verzauberten Bücher. Das ist hier halt so ein bisschen Handeln. Das ist hier recht gut. Ein Emerald für so eine Laterne da, ja, das kann man machen. Ist soweit okay. Also das ist auch entstanden, Freunde. So, damit nicht genug. Ja, hier hinten könnte man jetzt rumlaufen. So, hallo. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter gucken. Da haben wir nämlich noch mehr hier im Angebot, was wir hier gebaut haben. Gehen wir erstmal hier wieder rum. So, dann gucken wir uns nämlich mal hier hinten an. Da ist nämlich auch ein bisschen was entstanden. Da habe ich hier erstmal Pferde. Ja gut, die Schafe da. Komme ich gleich drauf zu sprechen. Hier habe ich erstmal alle Pferde hier mal so, die hier so rumgelaufen sind. Die habe ich mir mal so geholt. Sattel haben wir ja jede Menge. Die habe ich erstmal alle schön gezähmt. Ja, also sind alle Herzen schon aufgegangen. Und ich habe festgestellt, die sind unterschiedlich schnell. Also die schnellsten davon, die werden wir auf jeden Fall benutzen. Ich habe jetzt keinen Sattel bei, sonst hätte ich es euch zeigen können. Und dann können wir auch hier mit Pferde uns fortbewegen. So, und nun kommen wir mal zu den Farmen. Ja, Freunde, ich habe ein bisschen was gebaut. Und zwar Tutorial angeguckt, habe überlegt, cool, mal so eine kleine Schafsfarm zu bauen, die mich ja irgendwie schon immer fasziniert hat. Und die funktioniert sogar, wenn wir hier den Schalter betätigen. Da, geht da hinten die kleine Glock an. Das Minecart fährt hier immer hin und her. Ist klar, wird durch diese Power Trails angeschoben, also bewegt. Und hier hinten haben wir im Prinzip die kleine Glock, die sich bewegt mit dem Dispenser. Und was haben wir da drin? Die Scheren, ja. Und die schnippeln jetzt im Prinzip hier schön den Schafen immer die Wolle ab. Ne? Sie stellen sich in Reihe auf. Die fressen immer neues Gras. Ist eigentlich eine ideale Sache. Die ist richtig cool. Die ist klein, die Farm. Und die funktioniert wirklich super. Ihr habt gesehen in der Kiste. Pass auf, jetzt kommt gleich das nächste, siehst du? So, die Wolle, die verschwindet nach unten. Das Minecraft fängt die auf, bleibt hier stehen und durch diesen Hopper hier geht er dann da rein. Und siehe da, guck mal, 17, ne? Da können wir auch andere Farben machen, wenn wir wollen. Da 21 schon, also es geht richtig schnell. Ne? Also es ist eine super Farm, wie gesagt, da werde ich jetzt natürlich erstmal, immer wenn ich jetzt hier bin, lasse ich die an. Ansonsten mache ich sie aus, wenn ich mich auslogge. Nicht, dass wir hier aus die Ressourcen vom Server ja belasten tun. Das heißt also, immer wenn ich fertig bin, mache ich hier ausschalten. Und dann verbraucht die eigentlich so gut wie gar nichts. So, gar nichts ist ein schönes Stichwort. Auch diese kleine Farm hier verbraucht nichts. Das ist nämlich nicht wirklich angetrieben. Ihr seht schon, dass gerade was passiert. Das ist nämlich eine kleine klassische Kaktusfarm. Erstmal nur eine 16er. Die reicht uns erstmal aus. Wir können ja mal kurz gucken, was über Nacht passiert ist. Ist der Chunk geladen gewesen? Nee, ist nicht geladen gewesen. Deswegen haben wir jetzt nur 18 Kakteen drin. Und da müssen wir jetzt einfach warten, wenn wir hier sind. Tut die schon ihr restliches Kaktus wächst, kommt dort gegen diese Scheibe und dadurch ploppen die dann unten. Unten ist ein Wasserstrom und siehst du, das wieder passiert. Da hat man es gesehen, der Kaktus geht rein und schwuppdiwupp in die Kiste. So, zu guter Letzt haben wir hier auch nochmal eine Kaktusfarm. Das ist die manuelle. Hier müssen wir dann mit der Hand tatsächlich abbauen. Klassisches Design. Ja, so schaut das Ganze aus. Ja, das können wir theoretisch stehen lassen. Und hier ein bisschen Getreide, ne, brauchen wir auch für die Kühe zum Vermehren, aber auch zum Traden. Und haben wir so ein längliches Feld diesmal, Getreide. Und ja, genau, so schaut das Ganze aus. Also wir waren tatsächlich fleißig gewesen. Und hier können wir nämlich auch nochmal kurz einen Blick reinwerfen. Das habe ich jetzt mal so ein bisschen unhübsch hier gelöst. Da pennen sie nämlich alle, schaut euch das an. Hier haben wir nämlich auch nochmal ein paar. Oh, der Geist schwebt über dich. Genau, hier haben wir nämlich auch nochmal so ein paar Villager drin, die ich jetzt hier einfach mal so reingepackt habe. Und die können wir dann auch nochmal paaren jeweils, ne? Also da kommen garantiert wieder kleinere Villager raus. Das können wir auch machen. Und ein Werkzeug ist nicht wirklich drin, so dass die neutral sind oder beziehungsweise arbeitslos sind. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal erstmal wieder pennen. Ja.
So, gehen wir erstmal schlafen. Und das war es tatsächlich auch schon gewesen mit diesem Let's Show. Ne? Was war jetzt hier tatsächlich? Wieso dauert das so lange? Es wird ein weiterer Spieler benötigt, um die Nacht zu überstehen. Irgendeiner muss in der Farmwelt da sein. Irgendeiner ist hier drin, in der Farmwelt. Anscheinend. Ja, wir haben hier irgendeinen zweiten, der auf der, in der Farmwelt ist. Der ist sogar Drachen, wer weiß. Keine Ahnung. Naja, egal. Dann müssen wir halt die Nacht irgendwie so rumkriegen. So, gucken wir uns nochmal kurz an. Nee, die pennen ja gerade alle. Okay, da ist auf jeden Fall... Ah, jetzt haben wir auch schon... Ach, guck eine an, siehst du? Jetzt ist der zweite ausgewachsen. Jetzt ist nur noch ein kleiner da, der da pennt. Dann haben wir vier Stück tatsächlich. So. Jetzt ist es soweit. Ah, alles klar. So. Genau. So, und jetzt können wir uns mal gucken, ob der schon ein anderes Angebot freigeschaltet hat. Nee, ist immer noch Eisläufer. Das ist absolut übertrieben hier. Also, wenn nicht, hauen wir den wieder raus. Keine Ahnung. Und die müssen erst jetzt hier... Die müssen jetzt erstmal hier den Beruf annehmen, sodass wir mit denen traden können. Das heißt, die nächste Aufgabe, die wir jetzt hier haben, das ist zwar noch ein bisschen Papier, ist tatsächlich hier erstmal ein bisschen Papier wieder ranzukarren. Und das können wir ja kurz mal machen, sodass ihr das mal so seht, wie ich so diesen Arbeits... Wow! Wow! Gut, dass ich eine Rüstung um habe. Ich hatte gar nicht gesehen. War ein Creeper, hat damit bekommen. War ja nicht zu übersehen. So, kriegen wir die Katastrophe hier weg, ja. Ist hier ein Wasserstrom entstanden, das ist egal. So, würde ich sagen, keine Creeper in Sicht nehmen. Und jetzt kann man nämlich gucken, also mache ich das nämlich immer. Ja, dann gehe ich hier lang und dann seht ihr schon, es geht eigentlich relativ schnell. Und da oben seht ihr schon Level Farmer 25. Also ich bin tatsächlich schon auf Level 25, das ging wirklich schnell, weil ich jetzt immer am Abend halt für ein, zwei Stunden hier rumgefarmt habe wie ein Wilder. Ja, natürlich Zuckerrohrfarm könnten wir auch automatisiert laufen lassen. Aber wie gesagt, ein bisschen was Handarbeit will man ja auch machen. Und vor allen Dingen, wenn sie automatisiert wäre, würde ich ja gar keine Punkte bekommen und gar kein Geld bekommen. Ne? Und guck mal hier, jetzt sieht man ja 1,39 $, ne? Und das summiert sich natürlich auch. Kleinvieh macht Mist. Und aus diesem Grund, ja, finde ich das auch ein bisschen cool. Man muss ja auch ein bisschen was selber machen, nicht alles nur automatisiert. Und da passt das schon. Und es geht ja auch recht fix. So, war ich dann immer hier so schön... Hab dann immer schön ein Bierchen getrunken, ganz gechillt und dann habe ich schön mir ein Metal-Album reingekloppt hier und dann haben wir da schön rumgefarmt. So, währenddessen ich farme, können wir uns ja mal noch ein bisschen unterhalten. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Und zwar, wie geht's denn jetzt weiter auf SMPU? Ganz einfach, mit dem Dave wahrscheinlich. Da Pinecraft ja heute irgendwie nicht konnte, habe ich an Dave versprochen, dass wir natürlich uns auch seine Zone anschauen und auch die vom Joshua. Und ich glaube, als nächstes müsste tatsächlich sogar der Joshua dann dran sein. Das haben wir nämlich gesagt, dass wir dann nach offiziell Pinecraft dann uns mal um den Joshua kümmern werden. Und werden wir wahrscheinlich dann jetzt auch mal die Tage machen. Mal auf dem Discord anfragen, ob er vielleicht mal Zeit hat für eine halbe Stunde, Stunde. So, dass wir dann hier mal eine schöne Aufnahme zu zweit machen können. Weiß nicht, ob der Drachen dann auch dabei ist. Was war das denn? Drachen dann auch dabei ist? Keine Ahnung. Na, Keule. Oh, alles Gute kommt von oben. Das war der Brain Smasher. So. Und ja, machen wir hier gleich mal weiter, würde ich sagen. Weil, ja, das war schon wieder ein bisschen, aber können wir noch mehr mitnehmen. So. Ansonsten hat sich herausgestellt, dass ich ziemlich im Randgebiet bin hier auf dieser Zone, also auf dieser, in dieser Farmweltzone. Die Frage ist natürlich berechtigt, warum ich das nicht auf meiner Zone bzw. in meinem Land mache, warum ich jetzt hier so einen großen Aufwand betreibe und das alles in einer Farmwelt mache, die sowieso irgendwann resettet wird. Ganz einfach, Freunde, das mache ich immer so. Das habe ich bisher auf jedem Server gemacht, wo ich war, dass ich halt einfach diesen Platz brauche. Ich mag dieses Eingeschränkte nicht und da kann ich mich nicht entfalten. Da kann ich nicht einfach sagen, komm, wir bauen jetzt da eine Farm hin und wir bauen da einen riesigen Acker hin. So viel Geld hätte ich ja gar nicht, um, wie gesagt, so eine riesige Fläche hier zu beanspruchen. Deswegen, mir ist bewusst, dass es hier nicht für die Ewigkeit ist. Es wird irgendwann alles verschwinden, selbst wenn ich jetzt hier wahrscheinlich noch mehr Gebäude hinstelle, noch mehr Farmen, noch mehr automatische Sachen da aufbauen würde. Dann
würde das irgendwann weg sein. Das ist mir aber bewusst. Das heißt, also ich sehe das schon als temporär tatsächlich an. Nur es ist halt auch seinem Nutzwert entsprechend, weil wir haben ja dadurch hier im Prinzip ja, jede Menge Emeralds gefarmt, unsere Level hochgefarmt, wir haben Geld damit verdient und haben halt die Produkte, die Items, die wir brauchen zum Traden. Deswegen ist für mich immer so ein kleiner Pro-Tipp, den ich geben kann, baut euch ruhig in der Farmwelt Farmen auf, ja, wo ihr euch eine kleine Base aufbaut, von der ihr operieren könnt. Und das geht, wie gesagt, eigentlich alles von alleine. Ihr seht ja selber, ich kann, wenn ich hier fertig bin, eigentlich rein theoretisch ja zu dem nächsten Acker gehen und hier schon das nächste hier abernten. Ja, vorausgesetzt, ich bin jetzt hier eine Weile so, dass die Chunks geladen sind. Achso, ihr wollt bestimmt noch wissen, was das für ein Turm ist, ne? Mit der Glocke da. Ja, kleine Glocke da. Freunde, ich habe Langeweile gehabt, deswegen habe ich einfach einen Turm gebaut. In drin ist Wasser. Wasser! Aber auch eine Tür. Hier hatte ich anfänglich den Eisbären drin, weil ich dachte so, ach komm, lieber Eisbär, brauchst ein bisschen Feuchtigkeit. So. Dann gehen wir mal gucken, Luki, Luki, Luki machen. Der Zuckerrohr kann jetzt erstmal wieder fröhlich wachsen. Hier können wir dann erstmal natürlich schön uns Papier herstellen. Geht nämlich so, zack, wunderbar. So. Und so. Haben wir auch, komm, dann nehmen wir das auch noch mal mit hier. Und so, haben wir ein bisschen Papier hergestellt. Und dann gucken wir mal nach. Ach, jetzt sind sie alle erwachsen geworden, aber die sind noch nicht bereit zum Arbeiten. Und jetzt hat er was geschrieben, ne? Ich habe das gerade gar nicht gelesen. Hat er mich gemeint? Verkauft jemand Behutsamkeitsbücher? Nee, habe ich nicht. Ich hatte einen Villager, meine ich. Silk Touch haben wir auch noch nicht. Noch nicht. Aber wird bestimmt auch demnächst kommen. Boah, jetzt hat er Schlag. Ist jetzt auch nicht ein super Angebot, ne? Wobei das schön günstig ist, aber Schlag 1 bekomme ich auch mit einer ganz normalen Verzauberung hin. Da brauche ich jetzt nicht wirklich einen. Wie sie da alle stehen, ey. Ja, komm, ey, holt mal einer hier. Ja, genau. Gut, also die wollen noch nicht. Dann können wir das erstmal da schön hier hereinpacken, so. Und ja, wollen wir mal warten, bis es da weitergeht. So, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal hier um diese Bärchen hier. Werden wir uns mal einen Platz suchen, wo wir denn die jetzt ausbreiten können. Hier habe ich schon so ein bisschen Platz geschaffen. Also es sieht schon ganz gut aus. Ich werde jetzt auch nicht groß hier erstmal Theater machen. Erstmal würde ich sagen, machen wir die mal alle in eine Reihe. So, die wachsen ja auch wie verrückt. Jetzt haben wir 4, dann verdoppeln die sich wieder. Also das heißt auch innerhalb von kürzester Zeit haben wir dann hier ganz viele Süßbären. Ich weiß gar nicht, ob Villager gibt, die auch mit Süßbären traden. So, dann, wie sieht's aus? Sind wir schon verstopft? Nee, noch nicht. Eine Axt habe ich dummerweise nicht bei. Hiervon müssen wir natürlich ein bisschen was herstellen. Nämlich hier so eine Kerne. Und die können wir dann einpflanzen. Nämlich dort drüben. Nämlich da. Da brauchen wir aber erstmal eine Axt für, ne? Und daran scheitert es gerade, glaube ich. Das heißt, wir müssen uns mal kurz eine Axt traden. Halt, das geht gar nicht. Da müssen wir uns nämlich, genau, weil die sind ja schon fertig. Also wir müssen nochmal so ein Teil hier bauen. Gut, das mache ich später alleine, da möchte ich euch jetzt gar nicht langweilen. Da werden wir jetzt nämlich stattdessen mal hier ordentlich mal dieses Feld hier mal abmähen. Das schaffen wir nämlich noch in der Aufnahme. Vorsicht. Ach, scheiße. manchmal passiert es nicht. So, je nachdem, wie viel Schwung. So, das mähen wir mal das ganze Ding hier ab. Das wird ein Weilchen dauern, weil das ist wirklich ordentlich. Da kriegen wir wirklich gut zusammen und da kann ich euch auch mal kurz zeigen, wie schnell wir hier eigentlich Emeralds verdienen mit der Methode, die auch nicht wirklich viel Arbeit macht. Ja, wir könnten jetzt auch hier einen Bauern theoretisch einsetzen, der für uns arbeiten tut. Auch das wäre möglich, aber wie gesagt, in der kurzen Zeit, wo wir das hier benötigen, brauchen wir jetzt nicht so viel Aufwand. Ja, weil wie gesagt, das ist alles temporär. Sobald ich, wie gesagt, die Villager habe, die ich haben will, und die Angebote habe, die ich haben will, und soweit die Rohstoffe schon mal in Massen, sage ich mal, in unserem Lager drin, das heißt, ich werde sehr, sehr viel farmen, dann werde ich auch diese Base hier aufgeben. Ich hoffe übrigens, oder auch einen kleinen Appell, weil wir auch jüngere Spieler hier auf dem Server haben und die natürlich so ein bisschen manchmal quirliger unterwegs sind, wie wir ja nun wissen oder Erfahrungen schon gesammelt haben, hoffe ich zumindest, dass hier soweit dieses Sozialverhalten, sage ich mal, hier auch in der Farmwelt gilt, dass man jetzt nicht anfängt hier zu griefen oder kaputt zu machen oder so. Ihr könnt das natürlich alles nutzen, hier aber immer schön nachpflanzen halt, ne?
und nicht alles zerstören. Ja, das wäre schon ganz nett, sage ich mal, weil das macht man normalerweise nicht, wenn man gemeinschaftlich auf dem Server spielt und letztendlich profitieren wir ja alle hier davon, ne? Wenn wir hier so eine, ja, Farmen automatische haben oder so. Und da ist der Sinn, die Logik dahinter, das einfach nur kaputt zu machen, weil man da auf Bock auf Zerstörung hat, weil man halt ja nicht gelernt hat, sage ich mal, Disziplin zu haben und sich wie ein Mensch zu benehmen. Deswegen klein Appell zur Erinnerung, dass das halt ganz nett wäre, wenn das alles so stehen bleiben würde, wäre ich sehr verbunden mit. Oder von. Weil man muss das heutzutage immer sagen, weil das ist keine Selbstverständlichkeit, das, was ich sehr schade finde. Das ist genauso wie diese Fraktion, die rausgeht und glaubt, dass sie ein Mensch ist. Und nur weil sie ein Mensch ist, das Recht hat, zum Beispiel eine Schnecke, wenn es geregnet hat, oder einen Regenwurm zu zertrampeln. Weil sie sich in dieser Machtposition sehen. Ja. Und Michel Foucault, also ein schöner Philosoph auch, der sehr weise war, der sich mit dem Thema Macht des Menschen auseinandergesetzt hatte, dem ist das ja schon aufgefallen, ne? So dieses pure Zerstören im Prinzip, so diesen Machtmissbrauch, einfach so überlegen zu sein. Aber letztendlich ist es einer der niedrigsten Instinkte. Ja, leider hat der Mensch das so, deswegen braucht der Mensch auch unbedingt eine Führung, weil ohne Führung ist der Mensch tatsächlich ja ziemlich auf sich alleine gestellt. Zumindest einen roten Faden, so würde sich jetzt so Thomas Hobbes ausdrücken, ja, auch ein Philosoph, und dass man da, wie gesagt, ja, zu einem Gesellschaftsvertrag kommt, der natürlich auch in Minecraft gilt, ganz klar, weil man zerstört ja nicht irgendwelche anderen Sachen, die einem nicht gehören. Ne? Hat er mal wieder den Klugscheißer-Modus angehabt. So, Freunde. Gut, sind wir gleich durch. Natürlich gleich wieder den Acker neu bestellen, weil in der Zeit, wie gesagt, wo wir hier rumrumpeln tun, da kann das hier wieder schön gedeihen. Und dann können wir gleich die nächste Geschichte machen. Wie gesagt, Melonen einpflanzen oder ähnliches. Ja, nächste Woche kann ich nicht versprechen. Wie gesagt, wir sind jetzt absolut in diesen Umbaumaßnahmen jetzt hier drin. Ich habe euch ja schon erzählt wegen dieser Sanierung. Ich hoffe, dass es diese Woche noch klappt, dass wir mit dem Joshua aufnehmen können. So dass ich dann wenigstens noch meine Zonenvorstellung hier, beziehungsweise eine Landvorstellung gewährleisten kann, die ich euch ja schon versprochen habe. Wenn nicht, verschiebt sich die halt. Ist ja nun auch nicht weiter dramatisch. Wir haben ja vor, hier länger auf diesem Server zu spielen. Und ja. Deswegen aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Nee, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So. Naja, verwechselt. So. Haben wir alles? Ich würde sagen, ja, ne? Da fehlt dann noch einer. So, und wow. So, der Vorteil ist, dass in unserem Gebäude natürlich keine Betten vorhanden sind und somit sind die Villager natürlich wach, was natürlich jetzt für uns ein Vorteil ist, weil wir natürlich jetzt auch mit denen traden können. Da können wir uns ja mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ganz einfach. Stellen wir uns hier hin, checken wir mal die Angebote aus. 20, wunderbar, komm, nimm mal mit, wo ist es hier? So, und jetzt geht's los. Ratzfatz. Und schon 25, jetzt haben wir 28. Gibt bei 64 dann immer 3 Stück. So, kommen die nächsten. 31. So. Zack. Wunderbar. 34. So, packen wir neue hinzu. Zack. Irgendwann sperrt er das Angebot. Aber das Glückliche ist, dass er danach wieder, ja, sich wieder freischaltet. Lassen wir mal durchlaufen. Jetzt hat das gesperrt. Ist nicht weiter schlimm. Haben wir nochmal 3 bekommen. 41. Ja, und jetzt seht ihr schon, wie ist verrückt, ne? Wie, guckt euch das mal an hier. Wie schnell das geht letztendlich, ja? So, jetzt können wir warten, bis der sich wieder ganz normal da freigeschaltet hat. Und in dieser Zeit kann ich zum Beispiel hier mal mein Inventory entleeren. Kann ich jetzt nämlich hier erstmal schön die ganzen Seeds hier rausnehmen. So, können wir schon mal ein bisschen sortieren wieder. Zack, ja, wunderbar, hier, 58, so, das war's, nee, das ist Zuckerrohr, das machen wir dahin, das wandeln wir um, so, dieser ganze Spaß hier, den können wir da reinpacken, dann haben wir gleich wieder einen Slot frei, hier packe ich erstmal da rein, bevor ich wieder mich wegporten tue, und, ja, Freunde, würde ich sagen, war's das gewesen hier, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Haben wir ein bisschen was aufgenommen. Gibt es noch irgendwas, was ich zeigen könnte? Hier kann ich erstmal schlafen gehen. Jawohl. Kann ich euch noch irgendwas zeigen? Nee, eigentlich nicht. Ich habe euch alles gezeigt. Gut, dann werde ich jetzt hier noch ein bisschen traden.
Ich sag mal, schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wann die kommt, weiß ich nicht, aber ich werde euch auf jeden Fall in der nächsten Folge was Neues zeigen. Versprochen. Bis dahin, Freunde. Tschüss.